Knapp 200 Staaten haben sich im polnischen Katowice nach einem zweiwöchigen Verhandlungsmarathon auf Maßnahmen zur Begrenzung der Erderwärmung geeinigt. Die Teilnehmer der UN-Klimakonferenz verständigten sich am Samstag Nacht auf ein 156 Seiten umfassendes Regelbuch, in dem Maßnahmen und Kontrollen aufgelistet werden, durch die der globale Anstieg der Durchschnittstemperaturen bei maximal 2 Grad Celsius gedeckelt werden soll. Die deutsche Umweltministerin Svenja Schulze von der SPD sagte am späten Abend in Katowice: Die Weltgemeinschaft hat jetzt das zweite Mal Ja zu Paris gesagt. Wir haben hier gemeinsam gesagt, dass wir die Ziele ganz genau jetzt wissen und dass wir jetzt auch sagen, wie wir die Ziele erreichen. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Signal an die Welt. Umweltschutzgruppen reagierten hingegen enttäuscht und lehnen die Klimaregeln als unzureichend ab. Das Regelbuch soll die Pariser Klimakonferenz von 2015 umsetzen, bei der das 2-Grad-Ziel beschlossen wurde. In dem neuen Regelbuch geht es beispielsweise darum, wie die Länder ihre nationalen Zusagen zur Reduzierung der Treibhausgase erfassen und berichten oder wie sie ihre Klimaschutzziele überarbeiten können.